Heute geht es um ein zentrales Thema in der buddhistischen Lehre, in allen buddhistischen Traditionen, nämlich das Thema Karma. Karma bedeutet Handlung, und Handlung hier ist die Handlung oder alle Aktivität von Körper, Rede und Geist. Wir haben ja schon häufig gelernt, dass Buddha lehrt, dass alle Phänomene, die entstehen, nicht zufällig entstehen und nicht aus dem Nichts heraus einfach aufpoppen, sondern dass alles Ursachen hat, die auf Bedingungen treffen. Und wenn die Bedingungen stimmen, dann kommt es zu einem Resultat. Also alles, was passiert, ist das Resultat von vorhergegangenen Ursachen und den passenden Bedingungen. Also wenn wir zum Beispiel einen Samen nehmen einer Pflanze, wenn wir eine Tomatenpflanze haben wollen, dann beginnt das mit dem Samen, den wir dann in einen Blumentopf pflanzen, und dann gießen wir den Topf, und es im Frühjahr, wenn die Sonne dann scheint, dann entsteht die Wärme und dann keimt dieser Same und dann wächst so langsam dieses Pflänzchen und dann braucht es seine Zeit und am Ende kommen dann Blüten und die Blüten werden bestäubt und dann können Tomaten daraus erwachsen. Und also der Same ist die Ursache, die anderen Faktoren wie die Erde, das Wasser, die Temperatur und die Zeit und das Bestäuben der Blüte und so weiter, das sind die Bedingungen. Und wenn die alle passend sind, dann kommt es zu einem Resultat, nämlich dass wir am Ende die Frucht haben, also die Tomate, die wir dann ernten können. Und das Ganze sehen wir schon bei den Bedingungen. Das ist nicht nur eine Ursache, ein Resultat, sondern das ist ziemlich komplex. Und wenn wir natürlich komplexere Zusammenhänge in unserem Leben haben, dann ist das Ganze häufig gar nicht mehr so einfach zu durchschauen. Und so wie diese Tomatenpflanze, so sind alle Phänomene in unserem Leben oder auch in der äußeren Welt, die entstehen alle aus Ursachen und Bedingungen, die sich ständig wandeln. Dann kommt es zu einer Manifestation, also etwas entsteht und ist sichtbar für uns. Und wenn die Bedingungen sich verändern, dann vergeht das Phänomen wieder und verschwindet wieder. Also alles ist Entstehen und Vergehen im ständigen Wandel, in diesen eingebettet in das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und diese Ursache und Wirkung auf unser individuelles Leben ausgerichtet, das bezeichnen wir als den Prozess von Karma. Also die Ursachen, die sind in uns selber. Wir legen die Ursachen durch unsere Handlungen von Körper, Rede und Geist, also alles, was wir physisch tun, was wir machen, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen, das ist unsere Rede, also welche Art von Sprache, welche Art von Tonfall, mit wem wir sprechen und so weiter, und sogar unsere Gedanken, also ob wir bestimmte negative oder positive Gedanken gegenüber Situationen und Menschen haben. Das alles, das sind Ursachen, und diese Ursachen führen zu einem Resultat. Und das Resultat ist natürlich etwas, was irgendwo entsteht, aber was eben speziell ist bei dem Prinzip von Karma, dass das Resultat am Ende auf uns wieder zurückfällt. Also wir können auch sagen, es ist wie eine, wenn man sich so einen Kreis von Dominosteinen vorstellt, kennt sicher jeder das Bild,
aufgestellte Dominosteine im Kreis und dann tippt man einen an und dann fallen die alle der Reihe nach um und am Ende schließt sich der Kreis und der letzte, der steht, wird dann vom Kreis, vom vorherigen im Kreis auch umgeworfen. Und so kann man sich das vorstellen. Wir haben bestimmte Handlungen und die führen dann zu Effekten und am Ende kommt das Resultat auf uns wieder zurück. Wir nennen das auch die karmische Frucht, wie die Tomate. Ja, und dazwischen sind eben viele Bedingungen, die zutreffen müssen, dass diese Frucht entsteht. Oder wir können uns das Bild vom Bumerang vorstellen, den wir werfen und dann dreht er einen riesigen Kreis und am Ende kommt er wieder zu uns zurück. Also dieses Prinzip ist das Prinzip von Ursache und Wirkung bezogen auf uns selbst. Und das ist in Buddhas Lehre ein zentrales Thema und das ist quasi wie ein Naturgesetz, dem wir nicht ausweichen können. Und das ist sehr, sehr komplex, also was ich hier darstelle und auch was Buddha in vielen Beispielen lehrt, ist halt beispielhaft gelehrt, damit wir das Prinzip verstehen. Aber wirklich diese ganze Komplexität, die kann nur jemand verstehen, der einen ganz ruhigen und klaren Geist hat, der diese ganze Feinheit und die Vernetzung der Phänomene mit der Ruhe und Klarheit des Geistes erfassen kann. Und Praktizierende, wenn sie schon hohe Level von Erleuchtung erreicht haben, können dann eben schon bestimmte Prozesse sehen, wie das abläuft. Aber erst jemand, der die volle Bruderschaft erreicht hat, kann dieses komplexe Geschehen wirklich erst im Einzelnen verstehen und durchdringen. Aber das macht nichts. Buddha hat uns einige Prinzipien gelehrt, an die wir uns halten können und die wir in unserem Leben uns zunutze machen können. Denn, also ganz einfach gesprochen, wenn wir also was Positives säen, positive Samen, dann kommt es auch zu einer positiven Frucht, also ein positives Resultat. Wenn wir etwas Negatives säen, dann kommt es auch zu einem negativen Resultat, was dann eben uns Leiden bringt. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann haben wir unser Schicksal selbst in der Hand. Man sagt ja auf Deutsch so schön, jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Und dann können wir eben unsere Zukunft ins Positive wandeln, unsere Zukunft selber schmieden. Also die Zukunft beginnt ja im nächsten Moment. Also wir können in diesem Moment darauf achten, was wir Positives tun können in Körper, Rede und Geist, um damit für die Zukunft, also die ja im nächsten Moment beginnt, gute Ursachen zu säen. Und wir brauchen, also das ist das eine, wir arbeiten an den Ursachen, wir sind aktiv dabei, positive Ursachen zu kreieren und natürlich auch uns zu beobachten und zu gucken, ja, wo habe ich denn negative Gewohnheiten, Gewohnheitsmuster oder wo bin ich überwältigt von negativen Geisteszuständen wie Gier, Ärger oder Unwissenheit oder Stolz oder Zweifel und viele andere negative Geisteszustände, die dann meine Handlungen oder meine Sprache oder auch meine Denkweise dominieren. Und damit kreiere ich halt Negatives. Und wir haben ja die vier edlen Wahrheiten schon ausführlich besprochen und die Wahrheit vom Leiden und die erste edle Wahrheit, das Leiden und die zweite edle Wahrheit, die Ursachen des Leidens. Und hier können wir eben das besser verstehen mit dem Prinzip von Karma. Die Ursachen sind eben ganz an der Basis quasi, sind die Unreinheiten unseres Geistes
unsere negativen Geisteszustände wie Gier, Ärger, Unwissenheit oder Stolz, Zweifel, falsche Ansichten, also das Ego. Und wenn wir darauf halt unser Handeln grundieren, was wir meistens tun, unbewusst, dann kreieren wir auch immer wieder unbewusst neues Leiden. Also die Ursachen des Leidens, wir kreieren Ursachen, die dann später irgendwann zum Leiden führen. Und der Prozess ist so komplex, dass wir, wenn das Leiden auftritt, häufig gar nicht mehr genau wissen und das nicht mehr nachvollziehen können, woher dann dieses schlechte Ereignis in meinem Leben plötzlich kommt. Und Leiden, haben wir ja auch genannt, können viele äußere Dinge sein, die uns einfach passieren im Leben. Das, was nicht gut läuft, können aber auch innere Faktoren sein, wie negative Emotionen und Geisteszustände und so weiter. Aber alle diese haben ihre Ursachen. Und hier ein paar Beispiele, wie das funktioniert. Also einmal, hier ist ein Beispiel, das ein Kursteilnehmer hier mal geteilt hat, der berichtet hat, ein guter Freund hat ihn angerufen und war ganz deprimiert und hat ihm sein Leid geklagt und erzählt, dass seine Freundin jetzt fremdgegangen ist, und zwar nicht nur fremdgegangen, sondern auch mit seinem besten Freund fremdgegangen ist. Und das ist natürlich sehr verletzend. Und dann ist er quasi doppelt betrogen worden. Einmal von seiner Freundin und dann noch gleichzeitig von seinem guten Freund, und die ihm beide großen Schaden zugefügt haben. Und er war wirklich am Boden zerstört und konnte dieses Leid überhaupt nicht verarbeiten. Und der Freund, dem er das erzählte, da so in seinem Leid, der hat dann nur zugehört und hat ihn aber dann darauf hingewiesen und gesagt, naja, erinnerst du dich denn noch, wie du diese Freundin kennengelernt hast? Und dann stellte sich raus, musste er sich erinnern, dass er die Freundin auch einem anderen guten Freund vor ein paar Jahren ausgespannt hatte. Und da schließt sich wieder der Kreis, also hier klassisch der Boomerang-Effekt. Er selber hat etwas gemacht, und diese gleiche Handlung trifft ihn dann wieder in seinem Leben. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel von Ursache und Wirkung und wie Karma funktioniert. Und hier ist das halt zeitlich so nah, dass man das noch nachvollziehen kann. Also er selber ist ja gar nicht drauf gekommen, aber der Freund, der hat das sich halt noch erinnert und der hat ihn dann darauf gebracht, und am Ende musste er zugeben, ja, das stimmt ja, ich habe damals auch meinem Freund damit auch Leiden zugefügt. Und so kommt es dann wieder auf einen zurück. Na, das ist ein Beispiel. Dann ein weiteres Beispiel, was sich in Taiwan ereignet hat. Da hat jemand, der als junger Mann, wie vielleicht einige Menschen, gibt es ja, die gerne jagen. Und der hat sich zum Sport gemacht, dass er Vögel gejagt hat, und zwar Vögel abgeschossen hat. Und nicht nur Vögel abgeschossen, sondern sich zum Sport gemacht, also als Spaß an diesem Schießen, dass er die Vögel, wenn die am Baum sitzen, so trifft, wenn die sich am Ast festhalten, dass die dann so getroffen werden, dass die noch halb leben und dann so nach vorne kippen und die Füße sich noch am Ast festhalten und er dann sieht, wie das Blut runtertropft. Also ziemlich brutal. Und leider gibt es halt solche Menschen, die eben so Schaden, Leiden verursachen und sich daran auch noch darüber amüsieren. Und ja, das hat er viele Jahre gemacht und als sein Hobby.
Und dann hat er irgendwann, ist er krank geworden, er hat Hämorrhoiden entwickelt und die haben geblutet. Und dann gibt es ja verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und dann ist er zum Arzt gegangen, hat die erste Methode ausprobiert, die man normalerweise macht. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann hat er eine zweite Methode ausprobiert, die hat auch nicht funktioniert. Und dann wurde ihm vorgeschlagen, er sollte sich operieren lassen. Hat er gemacht. Dann war das Problem erstmal behoben. Und nach einer Weile kamen die dann aber wieder und haben sehr stark geblutet. Und dann haben die Ärzte schon gesagt, naja, wir müssen jetzt eine etwas kompliziertere OP machen, um diese Hämorrhoiden wirklich zu beseitigen. Und ihm blieb nichts anderes übrig. Das hat er gemacht. Und dann ist bei der OP irgendwas schiefgelaufen, beziehungsweise es gab eine Komplikation. Und nach der OP hatte er sehr stark geblutet. Und dann war das Einzige, also wir wissen ja, wenn man zum Beispiel sich in den Finger geschnitten hat, dann soll und es blutet, dann soll man den Finger höher als das Herz halten, damit das nicht so stark blutet. Und so war das bei ihm auch. Also sie haben ihm im Krankenhaus gesagt, er soll, damit es weniger blutet, so sich hinlegen ins Bett, also so kauern. Und unter den Hintern haben sie ein Kissen gemacht, damit der Hintern höher liegt. Und dann kauerte der da in seinem Bett und das Blut lief halt trotzdem noch runter. Und fällt euch jetzt was auf? Naja, ihm selber ist es irgendwann auch aufgefallen. Er lag dann da so erbärmlich und dann sah er sich da in dieser Position, Kopf nach unten, Hintern nach oben und es blutete. Und dann plötzlich kam ihm dieses Bild von den Vögeln, die da am Ast hingen, Kopf nach unten, blutend. Und in dem Moment ist ihm dieses ganze Leiden, was er den Tieren zugefügt hat, aufgefallen. Also es ist ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie vielen Tieren er da eigentlich so extremes Leid zugefügt hat. Und in dem Moment hat er dann sein Handeln in der Vergangenheit aus tiefstem Herzen bereut und hat sich bei diesen vielen Vögeln dann im Geiste entschuldigt und hat sich vorgenommen, sowas will er nie wieder machen, er will nie wieder Tiere schädigen und hat sich dann auch vorgenommen, auch vegetarisch zu leben, keine Tiere mehr zu essen. Und seit dieses Erlebnis und seine innere Transformation und diese Reue, die er gezeigt hat, haben dazu geführt, dass seine Krankheit plötzlich besser wurde und dann ist er vollständig geheilt worden und sein Problem war beseitigt. Also diese Geschichte zeigt uns gleich zwei Faktoren. Das erste ist, dass eben das Karma, was er kreiert hat, also diesen Vögeln zu schaden, in einer sehr ähnlichen Form auf ihn selber wieder zurückgekommen ist. Und auch hier war es zeitlich so nah, dass er das selber noch nachvollziehen konnte. Also er selber auf diese Idee oder er hat das selber erkannt. Und der zweite Teil dieser Geschichte ist die Reue. Also wenn wir etwas Negatives getan haben, wenn wir anderen geschadet haben oder eben selber dumme Sachen gemacht haben oder einfach unseren Ärger nachgegeben oder unserer Gier und so weiter, also wir negative Handlungen begangen haben, dann können wir immer das auch bereuen und damit den karmischen Abdruck etwas vermindern. Man kann nicht, je nachdem, was man gemacht hat, kann man das Karma nicht unbedingt ganz wieder quasi auslöschen, aber man kann diesen
die karmische Kraft, dieses Potenzial kann man auf jeden Fall vermindern. Und das ist in diesem Fall eben, zeigt sich, dass er wieder gesund geworden ist und diese, nachdem er bereut hat. Ja, das ist eine Geschichte. Dann gibt es noch eine ähnliche Geschichte von einem Mönch, der sehr bekannt ist in Thailand, der Ajahn Chah. Vielleicht kennt den jemand. Der ist der lebt schon länger nicht mehr, aber ist ein sehr bekannter und erleuchteter Mönch gewesen. Und der hat eines Tages als schon älterer Mönch hat er eine Augenkrankheit entwickelt mit ganz extremen Augenschmerzen. Und da aufgrund seiner Weisheit und seinem ruhigen Geist konnte er dann auch direkt die Ursache dafür erkennen, nämlich er hat auch in sich gesehen, dass er als Kind, der ist Thailänder und der hat im offenen Lande in Thailand gelebt, ein ganz einfaches Leben und die Kinder in der Natur, dass Kinder sind ja manchmal auch ziemlich grausam und da haben die Kinder da auf dem Dorf immer so eine Art Eidechsen gesammelt und haben da drauf getreten und die quasi zerquetscht und dann sind die Augen so rausgepoppt. Und darüber haben sich die Kinder halt amüsiert und das hat denen Spaß gemacht. Das war deren Spiel. Und er hat dann eben selber erkannt, dass seine Augenkrankheit mit den extremen Schmerzen die karmische Folge davon war, dass er früher als Kind eben diese Eidechsen gequält hat. Und das sind ein paar Beispiele, die uns eben zeigen, dass das Karma, also was wir machen, kreiert in unserem Bewusstsein ein Potenzial. Und wenn die Bedingungen reifen, dann kommt es wieder zu einem Resultat. Und das geht nicht verloren. Das ist in unserem, dieses Potenzial ist quasi in unserem Bewusstsein gespeichert. Und egal wie lange es dauert, wenn wir nicht bereuen, dann ist das immer vorhanden. Man weiß allerdings nicht, wann die Bedingungen zutreffen, dass es irgendwann sich zeigt. Und da gibt es halt ganz viele Geschichten. Also zum Beispiel auch noch eine Geschichte von, komme ich gleich zu. Also wenn wir im Buddhismus ist es halt, wir stellen uns natürlich die Frage, also wir können sagen, alles, was uns in unserem Leben passiert, hat eine karmische Ursache. Also nichts passiert zufällig. Alles, was uns passiert, die Personen, die uns begegnen, alles das hat eine karmische Ursache. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann es sein, dass manche Menschen anscheinend ziemlich grausam sind oder sich nicht an die Ethik halten und andere betrügen oder sowas oder andere schlechte Taten machen und die trotzdem mit Reichtum davonkommen. Ja, als auch viele Kriminelle kann man sich fragen, die haben dann ihre dicken Autos, ihre Villen und so weiter und können das Leben genießen, obwohl sie ja offensichtlich anderen geschadet haben. Und dann sind da auf der anderen Seite Menschen, die wirklich sehr ehrlich sind und aufrichtig sind und sehr hilfsbereit und freundlich. Und diese Menschen haben aber sehr viele Schicksalsschläge oder leben in Armut oder haben sonstige Schicksalsschläge in ihrem Leben zu erleiden. Und diese Frage ist natürlich ganz naheliegend, aber Buddha beantwortet die auch, nämlich es gibt nicht nur dieses Leben. Und das ist ein anderes zentrales Thema im Buddhismus, was Buddha auch in seiner Erleuchtung erkannt hat, dass wir nach dem Tod
Ne, dann stirbt zwar unser physischer Körper, aber das Bewusstsein, ne, das ist noch vorhanden, und zwar insbesondere die Anhaftung an die Vorstellung, da muss es doch etwas geben, was ich bin. Wir werden die nächsten Male besprechen, dass es am Ende kein wahres Ich, kein permanentes Selbst gibt, ne, sondern das ist eine falsche Vorstellung, die wir von uns selber haben. Aber diese Vorstellung führt, die ist so stark, dass die bis über den Tod hinaus anhält. Und solange wir diese Vorstellung nicht überwinden, solange wird es immer so sein, dass wenn wir sterben, wir wieder eine neue physische Form annehmen und dann wiedergeboren werden. Also, und das geht endlos, weil und auch schon seit anfanglosen Zeiten. Also man kann gar nicht sagen, ja, da gab es irgendeinen Anfang, sondern schon seit Milliarden von Jahren wird diese Vorstellung von einer Person immer wieder in einer physischen Form wiedergeboren. Und zwar nicht nur als Mensch, sondern man kann auch als Tier wiedergeboren werden oder als Geist. Und es gibt auch im Buddhismus Himmelswesen und Höllenwesen. Aber jede dieser Formen von Wesen hat die Eigenschaft, dass das Leben da nicht ewig ist. Also weder im Himmel noch in der Hölle ist das Leben ewig, sondern wenn wir karmisches Potenzial kreieren, sehr viel positives Potenzial durch sehr hohes ethisches Verhalten, Freundlichkeit, Großzügigkeit und Ehrlichkeit und so weiter, dann können wir vielleicht eine gute Wiedergeburt im nächsten Leben haben in einer der vielen Himmelssphären. Aber wenn dieses Karma dann irgendwann aufgebraucht ist, dieses Potenzial, dann ist das Himmelsleben wieder zu Ende und dann kommt wieder ein anderes karmisches Potenzial, was wir auch kreiert haben, in irgendeinem früheren Leben. Und dann werden wir vielleicht wieder als Mensch oder vielleicht als Katze oder als Regenwurm wiedergeboren. Und so geht es immer weiter. Und das nennen wir den Kreislauf der Wiedergeburten, das Samsara. Und das, dann kommen wir auch nochmal zur ersten edlen Wahrheit, also die Wahrheit vom Leiden. Das Leiden betrifft nicht nur unser jetziges Leben, sondern das Leiden im Samsara ist grenzenlos. Also es fängt immer wieder von vorne an. Na, wir leiden dieses Leben, Geburt, Alter, Krankheit, Tod und so weiter. Und im nächsten Leben passiert das Gleiche wieder. Also wir machen auch immer wieder die gleichen Fehler sozusagen. Und das geht endlos weiter. Und am Ende, die dritte edle Wahrheit, ist dann das Ende des Leidens. Und hier ist das Ende wirklich damit gemeint, das absolute Ende des Leidens. Also nicht nur, ich habe irgendwas, mir geht schlecht und ich mache irgendwas und fühle mich dann wieder besser. Das ist nur temporär, weil das nächste Leiden dann schon wieder auf dem Weg ist. Aber das absolute Ende des Leidens ist das Ausbrechen aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt. Und das hat nicht nur Buddha geschafft, sondern auch viele Schüler von Buddha zu Buddhas Zeiten. Also das ist eine tiefe Erleuchtung, die Erleuchtung auf der Stufe eines Arhat oder die Erleuchtung eines erleuchteten Bodhisattvas, die Leben und Tod oder Geburt und Tod wirklich für immer hinter sich gelassen haben. Und dann endet das Leiden. Also dann gibt es nicht wieder ein neues Leben, wo man dann wieder von vorne leidet. Und das passiert, wenn man es schafft zu verstehen, dass dieses Ego eigentlich nicht wirklich existiert, sondern dass der Kreislauf ist dadurch angefacht, dass wir immer wieder diesen Durst haben nach neuer Existenz, also quasi eine Gier nach Leben, die angefacht ist durch die Vorstellung, falsche Vorstellung von einer Person, die ich
bin, die mich ausmacht. Und wenn ich diese Vorstellung durchschaue mit Weisheit, dann kann ich das Ganze auflösen. Das ist aber nicht leicht. Und bis dahin sind wir alle diesem Prinzip von Karma ausgeliefert. Und das Karma zeigt sich dann nämlich nicht nur in diesem Leben, sondern das kann sich auch erst nächstes oder übernächstes oder 10 Leben später zeigen. Aber es zeigt sich auf jeden Fall irgendwann. Also so kann man es auch erklären, dass Leute, die in diesem Leben viel Schlechtes tun, Kriminelle, die zu Reichtum gelangen und ihren Reichtum dann genießen, dass die aber auf jeden Fall in späteren Leben dann dafür leiden. Also zum Beispiel, wenn man stiehlt, ne, dann hat man das, wenn man stiehlt, gibt es das Karma, das einem, dass man Mangel erleidet zum Beispiel oder dass einem selber was gestohlen wird oder dass sein Hab und Gut irgendwie durch Katastrophen verbrennt oder überschwemmt wird oder weggeschwemmt oder irgendwie anders zerstört wird. Das sind halt zum Beispiel so einige karmische Konsequenzen von Stehlen. Und je nachdem, wie ausgeprägt, wenn man anderen schadet, dann schaden andere einem halt selber auch irgendwann wieder. Also das geht Leben für Leben immer so weiter. Und wenn jemand, der in diesem Leben wenn der jemand sehr viele Schwierigkeiten hat oder in einer sehr misslichen Lage schon reingeboren wurde, sei es in bestimmten Ländern oder in eine bestimmte Situation, familiäre Situation, wo schon so viel Leiden da ist, dann hat das was damit zu tun, mit dem Karma, was die Person in früheren Leben kreiert hat. Also nichts ist Zufall und die Ungleichheiten der Menschen auf diesem Planeten haben alle karmische Ursachen. Karma sollte man allerdings nicht gleichsetzen mit Schuld. Also es geht nicht darum zu sagen, wenn mir oder wenn jemand etwas Schlimmes passiert, zu sagen, naja, du bist ja selber schuld, das ist ja dein Karma. Ne, das, und dann quasi das mit Schuld gleichzusprechen, denn es ist einfach nur Ursache und Wirkung und das ist neutral. Schuld ist ja eine Wertung. Und wir alle haben Gier, Ärger, Unwissenheit in unserem Geist. Wir sind alle nicht frei davon und wir alle haben mehr oder weniger auch negative Dinge kreiert. Und wenn wir sehen, dass andere leiden, dann ist es nicht so, dass wir sagen sollten, naja, siehst du, bist selber schuld, sondern unsere positive Reaktion auf das Leiden ist, dass wir Mitgefühl mit den anderen Menschen haben und versuchen, was wir tun können, um anderen zu helfen, aus Mitgefühl heraus. Aber um das zu verstehen, auch für einen selber, kann man wirklich sagen, alles, was mir passiert, liegt in meiner eigenen Verantwortung. Und wenn es schon passiert ist, dann nützt es ja auch nichts, dann zu jammern oder was halt die meisten Leute machen, ist immer die Schuld im Außen suchen. Ja, wenn mir was passiert, dann ist die Gesellschaft schuld, mein Arbeitgeber ist schuld oder meine Eltern sind schuld oder mein Partner ist schuld oder irgendjemand. Ja, das sieht man ja auch, wenn etwas passiert, irgendwo was Schlimmes, dann wird immer sofort geguckt, ja, wer war jetzt schuld an diesem Unglück, wen können wir da zur Verantwortung ziehen, dass diese Art von Denke ist nicht buddhistisch. Na, im buddhistischen Sinne versuchen wir, dass, wenn uns etwas passiert, zu gucken, ja, zu akzeptieren einfach, dass ich selber etwas kreiert habe, was dieses Resultat hervorgebracht hat. Und dann kann ich natürlich reflektieren und gucken, ob es etwas ist, was in diesem Leben
durch meine Handlung dann hervorgerufen wurde, wie der betrogen wurde mit der Freundin. Na, wenn wir dann reflektieren über unser Verhalten und sehen, wir haben auch bestimmte negative Gewohnheiten, dann können wir an unseren Gewohnheiten arbeiten und immer mehr uns ins Positive wandeln. Und selbst wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, dann Karma ist auch nicht Fatalismus. Ja, also Karma ist nicht Schicksal. Das heißt, uns das Ganze ist im Fluss und wir können in jedem Moment unsere Zukunft positiv beeinflussen. Und selbst wenn uns negative Dinge passieren, also sei es Krankheit oder ein Unfall oder das Auto wird geklaut oder sowas, ja, alle diese Dinge, können wir sehen, wir können selber entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und wenn wir mit Ärger reagieren, dann kreieren wir wieder ein neues negatives Potenzial, was das Leiden dann wieder fortsetzt. Wenn wir aber mit Geduld reagieren, mit Akzeptanz, dann nehmen wir diesen Druck daraus und wir akzeptieren einfach das, was passiert ist und versuchen in dem Moment das Beste draus zu machen. Und wir können in jedem Moment etwas Positives kreieren, sei es durch unsere Gedanken, aber auch durch unsere Handlungen und so weiter und können dann unser Leben wieder neue positive Impulse geben, die dann wieder unsere Zukunft beeinflussen. Und die Zukunft ist natürlich erstens unser Geist, also wenn wir positiv eingestellt sind oder was akzeptieren, dann ist auch der Leidensdruck gleich geringer und wir haben gleich ein angenehmeres Gefühl in der Situation. Das andere ist, wir können durch positive Aktivitäten, also zum Beispiel anderen helfen oder großzügig sein oder positiv sprechen oder so, all das können wir neues positives Karma schaffen, was dann wieder unser Potenzial ein bisschen ausbalanciert. Und wir können natürlich auch zum Thema Reue, also wenn uns was Schlimmes passiert, können wir sagen, naja, das sind die karmischen Früchte von den Samen, die ich gesät habe. Also ich bereue, auch wenn ich nicht genau weiß, was ich gemacht habe, kann ich das auf jeden Fall bereuen, weil ich weiß, da war irgendwas Unheilsames, was ich kreiert habe in der Vergangenheit. Und das kann ich auch so aus ganzem Herzen bereuen. Und da können sich auch karmische Knoten dadurch lösen. Da gibt es auch sehr viele Geschichten. Also zum Beispiel kenne ich eine Nonne, die ist diagnostiziert worden mit ALS. Das ist so eine Muskelschwunderkrankung, an der man normalerweise im Laufe von mehreren Jahren stirbt. Und die war natürlich auch erstmal schockiert bei dieser Diagnose. Und dann hat sie eine Reuepraxis gemacht, dass sie so Niederwerfungen gemacht hat, ein Sutra sich genommen und sich bei jedem Wort für das Sutra einmal niedergeworfen hat. Und das Sutra ist so dick. Also sie hat ihre Zeit genutzt, mit der Praxis der Reue Niederwerfungen zu machen. Und irgendwann nach einiger Zeit, also vielleicht einigen Wochen der intensiven Praxis, hatte sie plötzlich, während sie diese Niederwerfungen mit einem konzentrierten Geist machte, hatte sie plötzlich so eine Art Rückblick auf ihr früheres Leben und hat sich in ihrem früheren Leben gesehen, wie sie in einer Kriegssituation eine Art Kommandeur gewesen ist und die Anweisung gegeben hat, ein ganzes Dorf auszulöschen. Und das war quasi, ja, sie hat quasi sich selber im früheren Leben gesehen und auch diesen Schaden, den sie, dieses Leiden, das sie vielen Menschen zugefügt hat. Und für sie war das völlig klar, das war kein Traum. Ja, das war quasi eine Schau vom früheren Leben.
Und dann konnte sie noch konkreter bereuen. Und ihr tat das so leid, weil wenn man das selber sieht, und dann ist man halt noch klarer in der Lage, wirklich diese Reue aufzubringen und dass es einem leid tut, dass man so viele Menschen getötet hat. Und dann hat sie wirklich noch tiefer bereut und weiter ihre Praxis gemacht. Und die Krankheit ist dann nicht mehr weiter fortgeschritten. Und das ist jetzt, weiß nicht, wie viele Jahre her, ja, 15 Jahre her oder so. Und die lebt immer noch und hat keine Fortschritte der Krankheit. Und die Ärzte haben auch gesagt, das wäre wie ein Wunder. Und solche Dinge passieren, wenn man praktiziert. Also man kann sein Karma auch positiv dann ab der Zukunft quasi beeinflussen. Und ja, das sind natürlich, ja, ist. Und was auch passiert, ist, dass sich viele Dinge wiederholen. Also mit dem zum Thema Wiedergeburt kommt euch vielleicht auch erstmal ungewohnt vor, aber da gibt es durchaus auch Forschungen, die ich hier kurz erwähnen möchte. Also wie in dem Fall von eben gibt es Menschen, die haben die Fähigkeit, frühere Leben zu sehen. Meistens sind das Menschen, die sehr viel meditieren oder schon die Erleuchtung erlangt haben. Ich kenne aber zum Beispiel auch eine Frau, die hatte noch nie meditiert und hat sich dann angemeldet für ein 7-Tage-Retreat, also gleich 7 Tage intensiv meditieren, sehr mutig. Und die war eigentlich auf einer christlichen Schule gewesen, also eine Taiwanesin, christlich geprägt und hatte mit Buddhismus nicht so viel zu tun, war jetzt aber nicht so richtig religiös. Und dann hat sie meditiert, hat alles gemacht, was der Meister dort gelehrt hat. In dem Retreat hat er auch viele Vorträge gegeben. Und man schweigt dann auch und versucht ganz achtsam zu sein. Und am Tag steht man um 4 auf und meditiert bis abends um 10, also immer 40 Minuten und dann eine Pause. Und dann so am 4. oder 5. Tag hat sie plötzlich in einer Meditation wie so eine Dia-Show, hat sie ganz viele von ihren früheren Leben gesehen. Und immer in diesem Leben war ich das und das und in dem Leben war ich das und das und das lief wie so eine Show ab. Und sie wusste ganz genau, also wenn man so ein Erlebnis hat, dann weiß man, erstens diese Person, man weiß genau, das bin ich. Also es ist nicht einfach so, man sieht da eine Dia-Show, sondern man weiß genau, das bin ich. Genauso wie im Traum, selbst wenn man im Traum, sage ich mal, ein Hund ist oder so, dann hat man ganz stark das Gefühl, man weiß, ich bin dieser Hund und man weiß auch, welche anderen Personen wer sind, obwohl die gar nicht so aussehen wie in echt. Also dieses, so ähnlich kann man sich das vorstellen, man weiß das einfach, dass es stimmt. Und so hatte die eben so viele Leben gesehen in dieser einen Meditation und danach auch nicht mehr, nur in einer Sitzung. Und war dann aber, das hat ihr natürlich sehr viel Vertrauen in die Lehre Buddhas gegeben, dass das, was Buddha sagt und was auch die Meister alle lehren, dass das stimmt. Und solche Erlebnisse sind natürlich für die persönliche Praxis natürlich sehr eindrucksvoll. Und also solche Leute gibt es, die in der Meditation frühere Leben sehen können. Bei ihr war das jetzt zufällig. Es gibt aber auch Leute, die haben die Fähigkeiten, ganz gezielt ihre eigenen Leben zu sehen oder auch die früheren Leben von anderen. Also solche Menschen habe ich auch kennengelernt. Unser Meister zum Beispiel konnte sowas, der hatte solche Fähigkeiten und der hat die selten publik gemacht, also höchstens mal früher, als er noch nicht so berühmt war und Leute privat ihn irgendwas gefragt haben. Zum Beispiel war eine
waren sie mit einer kleinen Gruppe in China, von Taiwan aus in China, und haben dort Tempel besucht. Und da war eine Person, die in diesem, beim Speisesaal, wenn man, beim Essen reserviert wird, dann gibt es so eine bestimmte Routine, wie Mönche das Essen dann servieren, und man sitzt da in so langen Reihen sich gegenüber im Speisesaal, also nur so schmale Tische. Und sie saß dort, und dann ist so ein Chanting dort, und dann kam jemand vorbei und hat dieses Essen so in die Schale getan, und dann saß sie und musste so weinen, und sie wusste überhaupt nicht warum. Sie war so irgendwie in diesem einen Tempel und sie oder Kloster. Sie waren ja auf der Reise auch in anderen gewesen, da ist ihr das nicht passiert. Aber in diesem einen Kloster musste sie so weinen. Und dann hat sie den Meister nachher gefragt, naja, warum eigentlich? Und dann hat er gesagt, naja, du warst in deinem früheren Leben, warst du hier Mönch und hast aber, da war in dem Speisesaal jemand, eine Frau, die das Essen serviert hat, und du hast dich in diese Frau verliebt und hast dir gewünscht, dass du im nächsten Leben mit dieser Frau zusammen sein willst, ja, also nicht mehr Mönch sein. Und dann ist die im nächsten Leben die Rolle umgekehrt, also diese Frau aus der Halle war dann ihr jetziger Mann. Und aber als sie wieder in dieses Kloster zurückkam, an diesen Ort, wo alles so vertraut war, plötzlich, sie hat das zwar nicht gesehen, direkt mit ihren eigenen Augen, aber sie hat das gespürt und hat halt dem nachgetrauert, dass sie diesen Wunsch, dass sie in diesem Leben halt nicht mehr Mönch ist, sozusagen. Ja, und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man, das ist natürlich alles nicht so wichtig, und man sollte sich auch nicht auf sehr darauf fokussieren, was man im früheren Leben war. Das ist natürlich spannend, wenn man sich fragt, naja, warum ist das und das und die Person, also auch die ganzen Menschen, mit denen wir engere Verbindungen haben, sind häufig Menschen, mit denen wir schon in früheren Leben schon enge Verbindungen hatten. Also zum Beispiel unsere Eltern. Na, man kann sagen, in dem Prozess, wir haben eine karmische Verbindung mit unseren Eltern. Und die Rolle kann verschieden sein. Also es kann sein, dass die Eltern im früheren Leben unsere Partner, unser Partner einer von den Eltern gewesen ist, oder man auch anders familiär verwandt gewesen ist. Und so kommt es dann durch diese karmische Anziehung, dass man genau von diesen Eltern wieder dann als in dieser Familie geboren wird. Und die Verbindung, also je mehr man angehaftet ist an eine Person und je intensiver die Beziehung, umso wahrscheinlicher ist es, dass man diese Person im nächsten Leben dann in einer engen Beziehung wieder trifft. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Also wenn wir eine starke negative Verbindung mit einer Person haben, dann zum Beispiel jemanden wirklich hassen, dann kann das auch dazu führen, dass wir genau bei dieser Person dann zum Beispiel als Kinder wiedergeboren werden. Und das erklärt auch, warum manche Familienkonstellationen auch so viel Leiden mit sich bringen. Also nicht jede Eltern-Kind-Beziehung ist ja immer so positiv. Und das hat eben auch was damit zu tun, mit dem Karma, was wir in früheren Leben kreiert haben. Und das ist halt einfach vom Verständnis her ist das wichtig, weil es uns vieles erklärt in diesem Leben, vieles leichter zu akzeptieren macht. Und aber auf der anderen Seite
sollten wir auch nicht zu viel Energie da reinstecken, die ganze Zeit über unsere vergangenen Leben nachzudenken. Denn vergangene Leben sind, wie erwähnt, sind zahllos. Also es ist nicht nur das letzte oder das vorletzte Leben, sondern vor 100 Leben oder vor 1000 Leben. Und wir haben alle Rollen schon mal durchgespielt. Also wir waren eben die positiven Menschen. Wir waren aber auch mal die Mörder oder die Verbrecher oder so. Alles haben wir schon mal durchgespielt. Und wir waren auch schon mal das Schwein oder der Hund und so weiter. Und so geht man eben in diesem Kreislauf immer wieder rum. Und eben hat jemand gefragt, ob man auch als Pflanze wiedergeboren werden kann. Das ist ein klares Nein. Also es geht nur wir nennen das fühlende Wesen. Das sind Wesen mit Bewusstsein, also Menschen, Tiere, Geister, Himmelswesen, Höllenwesen. Pflanzen gehören nicht dazu. Und und zudem noch zum Thema der Wiedergeburten, kurz, wen das interessiert, gibt es auch Forschungen, also jetzt nicht buddhistischer Art, sondern ganz neutrale Forschungen. Da gibt es einen Professor in den USA, die haben eine Forschung. Also es sind zwei Generationen von Professoren. Der erste hieß Ian Stevenson. Der hat damit angefangen und sein damaliger Doktorand, der jetzt auch Professor ist, der heißt Jim Tucker. Und die haben Geschichten genommen von Kindern. Es gibt Kinder, die können sich an ihre früheren Leben erinnern. Also vor dem Schulalter kann es passieren, dass Kinder einfach sich erinnern, weil das noch so frisch ist sozusagen. Meistens ist das direkt vorhergegangene Leben. Es kann auch davor noch sein, aber meistens ist diese Erinnerung genau das Leben davor. Und das ist spannend. Und diese Professoren haben Geschichten gesammelt, die Kinder, also Berichte, die Kinder erzählt haben. Und man kann sich natürlich denken, naja, Kinder können alles Mögliche erzählen und erfinden. Und woher weiß man dann, dass das stimmt? Und dann haben die wie Detektive eben Geschichten gesammelt und haben diese Fälle gelöst, wo es ging. Und das ist spannend. Also da gibt es zum Beispiel die Geschichte von einem schottischen Jungen, der plötzlich anfängt, als kleines Kind immer zu seiner Mutter zu sagen, ja, ich habe noch eine Mutter. Und die Mutter von Bala, sagt er immer. Ja, meine Mutter von Bala war so und so. Und dann fängt er an, je mehr er sprechen kann, immer mehr zu berichten von seiner Bala-Familie. Und die Eltern werden dann irgendwann, also am Anfang, denken die sich nichts bei und dann werden die aber immer neugieriger und stellen auch eben, erkundigen sich. Also es war noch, denke ich mal, vor der, also da war das Internet noch nicht so populär. Und die stoßen dann eben darauf, dass da Forschung gemacht wird. Und dann wird dieser Junge da befragt und der erzählt ganz detailliert Geschichten. Ja, er lebt auf Bala und an einem Haus am Strand, an einer Klippe, wo unten der Strand ist. Und dann geht eine Treppe runter, dann kann man zum Strand runtergehen und auf dem Strand landen die Flugzeuge. Und er konnte sogar den Namen benennen von seinem Vater. Und dann, das ist ja schon ziemlich konkret. Und Bala ist eine schottische Insel. Und dann fahren die Forscher mit dem Jungen dahin, fliegen nach Bala und stellen fest, also bis vor einer Weile, also war es tatsächlich so, dass diese Insel keinen Flughafen hatte und die Flugzeuge auf dem Strand gelandet sind. Und dann haben sie gesucht, also erstmal in den Registern,
in den alten Registern nach dem Namen geforscht und das erst nicht gefunden. Und dann später haben sie aber festgestellt, ja, da gab es den und den, ich habe jetzt vergessen, wie der hieß, der Vater, der kam, der war kein Eingeborener, der kam von Schottland, vom Festland und ist nach Bala gezogen. Und dann haben sie sogar das Haus gefunden und der Junge konnte, der hat das Haus gesehen und das stand leer, also da war keiner mehr eingezogen. Und er wusste genau, wo alle Dinge im Haus noch sind und so. Und genau die Treppe hinterm Haus, wie er das beschrieben hatte, alles war da genauso, wie er das beschrieben hatte. Und das ist dann quasi so ein Fall, der geknackt wurde, wo man nachweisen kann, dass das Kind nicht gesponnen hat und das Kind diese Information nicht von irgendjemand anders erhalten konnte. Und das ist wirklich faszinierend. Also wir haben hier auch ein Buch, das heißt Kinder erinnern sich von diesem Jim Tucker. Da sind ganz viele so eine geknackten Fälle drin. Und wenn man das halt liest, dann spricht das schon für sich. Also jeder, der Zweifel hat, dem rate ich, das mal zu lesen. Dann merkt man schon, naja, das ist nicht einfach irgendeine Legende oder sowas, sondern da ist was dran. Und ich weiß nicht, wie die heutige Forschung da jetzt ist, die Bücher sind ja auch schon irgendwie 10 Jahre alt oder so. Es gibt auch noch andere, in England gibt es noch eine Forscherin, die sich auch mit solchen Sachen beschäftigt. Und es gibt noch eine andere Forschungsansatz, und zwar, dass es Menschen gibt, die sich in Hypnose an frühere Leben erinnern können. Und da gibt es die gleiche Vorgehensweise, dass man Beschreibungen von Menschen sammelt und versucht, dann diese Beschreibung dann aufzulösen. Also gibt es ein ganz klassisches Beispiel, das ist jetzt auch schon eine Weile her, also bestimmt 30 Jahre her oder so, hatten sie eine Frau in Australien, die noch nie im Ausland gewesen ist und auch keine Fremdsprachen gelernt hat und unter Hypnose sprach die immer Französisch. Und dann hat man die eben weiter gezielt befragt, also immer hypnotisiert und befragt zu dieser Existenz. Und dann hat die auch ein Haus in Frankreich beschrieben, in einer bestimmten Region und hat sogar auch, dann haben die, wie sie das beschrieben hat, so den Grundriss aufgezeichnet und das Haus so versucht zu zeichnen. Und dann haben die diese Frau nach Frankreich gebracht und haben die auf den Markt geschmissen und die versucht zu stimulieren, um zu testen, ob die nicht in Frankreich jetzt plötzlich Französisch sprechen kann. Und dem war aber nicht so, die konnte kein Französisch. Und dann haben sie diese Gegend gefunden, wo sie meinte, dass sie früher gelebt hat. Und irgendwann sind sie mit dem Auto da durch die Gegend gefahren. Und dann kennt sie die Gegend und sagt dann ja hinter der Hecke rechts und dann wieder links. Und so hat sie dann den Navi da gemacht. Und sie haben das Haus tatsächlich gefunden und das stand auch leer. Und war auch genauso, wie sie das beschrieben hat. Und sie kam dahin und es kam ihr alles ganz vertraut vor. Also das ist ein anderer Ansatz von so einer Forschung zu früheren Leben. Und das sind alles sehr faszinierende Geschichten, die uns einfach mehr Vertrauen darin geben können, dass es viele Dinge gibt, die wir eben nicht so leicht erklären können. Aber wenn man praktiziert, dann ist der Geist, der hat unendliches Potenzial. Und wenn wir mehr Weisheit kultivieren, dann können wir halt viele Dinge selber nachvollziehen und selber bestätigen, die Buddha gelehrt hat. Und hier dieses Thema von Karma und Wiedergeburt ist natürlich einerseits vom Verständnis her wichtig und dass wir halt lernen, welche Dinge sind negativ, die wir vermeiden wollen, die wir transformieren wollen, damit wir
uns nicht immer noch unnötiges neues Leiden hinzufügen in unserer Zukunft. Und natürlich das Aktive, dass wir wissen, welche Dinge sind positiv, wie kann ich gutes Karma kreieren durch viele positive Handlungen oder auch Gedanken. Und damit kann ich mein Leben dann sehr positiv gestalten. Und dann der nächste Punkt natürlich, wenn wir wirklich frei sein wollen von allem Leiden, dann müssen wir praktizieren Ethik, Konzentration und Weisheit und unseren Geist so weit reinigen von allen negativen Unreinheiten und von der Vorstellung vom Ego, dass wir das Samsara überwinden können und das Nirvana erreichen können. Und das ist das Ziel der Praxis. Ja, so viel zum Thema Karma und Wiedergeburt.